Hallo, liebe Aufrufer. Eine neue Lichtgeschwindigkeit am Sonntag, den 26. Mai, bei seltsam winterartigem Wetter hier in Köln mit Sturm und Regen und Ungemütlichkeit. Und mein Thema ist jetzt hier heute etwas Chinesisches. Und zwar ist hier in der Süddeutschen Zeitung vom Wochenende gesagt, der chinesische Premier Li Keqiang. Beim Treffen mit der Kanzlerin am Wochenende will Premier Li eine Lösung für den Handelsstreit mit der EU finden. Handelsstreit besteht darin, dass der deutsche Solar-Sonnenkollektor-Markt schlecht steht, weil in China entsprechende Photovoltaik so preisgünstig hergestellt wird, dass sie den deutschen Markt überrumpelt haben. Und nun will man Sperrzölle der EU gegen chinesische Einfuhren erlassen. Und das ist natürlich kein Freimarkt, keine freie Wirtschaft, kein freier Handel. Und das ist im Markt der Ideen, im Wettbewerb der Weltwirtschaft natürlich bedenklich. Und jetzt ist aber heute eine Echtzeitnachricht. Der Li Keqiang ist also angekommen und hat nämlich der Presse etwas Zusätzliches weiteres gesagt. Er will gerne die von Japan gehaltenen Inseln im japanischen bzw. chinesischen Meer zurückhaben, und diese Forderung hat er jetzt bei seiner ersten Pressekonferenz hier in Europa, in Deutschland, gesagt. Der Li Keqiang war schon die letzten 3 Tage in der Schweiz, da hat er das nicht gesagt. Er hat es jetzt der deutschen Öffentlichkeit gesagt, China will die Inseln zurück, die Japan hat, und die Geschichte dreht sich natürlich um die sogenannten Wirtschaftsrechte in den Hoheitsgebieten einer Insel. Also wenn ein Stück Land, das aus dem Wasser guckt, als Insel anerkannt wird, dann hat man etwa 12 Seemeilen Hoheitsrechte und 200 Seemeilen internationale Vorrechte und so weiter, Öl oder Gas oder irgendwas, Fische zu fangen, zu bohren oder sonst was, wobei das internationale Recht da sehr willkürlich auch gehandhabt wird. Manchmal haben immer die Recht, die die beste Marine haben. In diesem Fall aber hat also Li Keqiang in Deutschland vor der Presse diese japanischen Inseln zurückverlangt. Das ist ja eine Revisionsgeschichte in dem Sinne, dass Japan mal China besetzt hatte und China sich heute so stark fühlt, dass es jetzt an der Geschichte zu arbeiten scheint. Und dazu habe ich hier aus meiner Zeitschrift Neue Sinnlichkeit, die neueste Ausgabe, Nummer 63, hier in meinem Geleitwort einen passenden Satz dazu. Der lautet nämlich folgendes: Ich will es deutlich sagen, angesichts angeblicher Kriegsgründe und Militärfeindschaften, stets in feine Berichte in aller Welt hineingeflochten, so wie hier in der Presseerklärung heute von Li Keqiang, kommen gelegentlich hervor zurückliegende offene Rechnungen. Rache, Lebensrechte, muss Deutschen in Europa klar sein. Die Schulden der Deutschen als Nachkommen ihrer Vorfahren sind so riesengroß. Ja, wenn es mal opportune Rachedispositionen gibt, wird der deutsche Sack windelweich gekloppt. Alle finden sich ein, fassen sich ans Kinn und sagen mit Wilhelm Busch, ja, das kommt von das. So, die Japaner haben es den Chinesen besorgt, vor 80 Jahren etwa. Und die Chinesen verlangen jetzt die Inseln zurück, und zwar im Intrigensystem, also Triangel über die Bande. Der Chinese kommt nach Deutschland und sagt, er will die japanischen Inseln zurück. Ja, das ist hier meine Lichtgeschwindigkeit 3311 heute am Sonntag, 26. Mai, und ich bin doch wirklich ein bisschen überrascht über diese Offenbarung des chinesischen Welthandelsministerpräsidenten sozusagen Li Keqiang heute in Deutschland, aber es ist beachtenswert. Danke für die Aufmerksamkeit.